Yo, meine Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute die übergeilsten Videos vom Jahre 2022, Teil 2. Kommentiert eure Lieblingsstelle, like und abonniert, sonst kriegst du einen auf die Fresse. Seitdem weiß ich, dass mein Vater kein Englisch kann. Es geht heute um diese Cap. An einem Tag war ich am Lernen. Und dann kam mein Vater rein. Er guckt mich an, ich lerne. Er guckt mich an, ich guck ihn an. Er guckt mich an, ich guck ihn an. Er sagt zu mir, ich fliege in die Türkei. Ich frag, hä, warum? Ich guck ihn an. Er guckt mich an. Oh, fuck, der hat sich schon längst verpickt. Und ist so in die Türkei gefliegt. Was er da machen wollte? Keine Ahnung. Der B ist einfach gegangen, aber der hat mir einen Zettel hinterlassen. Hi, Steven. Ich heiße Karl. Er kennt seine Tochter nicht. Ich meine so. Ich bin ein Junge. Es war nur Spaß. Ich geh kurz mich. Fuck. Er war auf jeden Fall auf so einem Bazar. Hört aber, alles fake ist. Halt's Maul. Da hat er eine nice Cap gesehen. Und zwar die hier. Und was da drauf stand. Naja, mein Vater handelt wie ein Weltmeister. 5 Euro. 300 Euro. 5 Euro. Okay, 100 Euro. 5 Euro. 50 Euro, letzter Preis. 5 Euro. Okay, 5 Euro. 1 Euro. Er ist also wieder wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und er kam mit der Cap rein. Und das ist die Cap. Cock. Das ist eine Cock-Cap. Ey, da steht Cock drauf. Mein Vater stand dort und dachte sich so, ja, Cock. Ich wette mit euch, keiner von euch hat diese Cock-Cap. Cock. Und da ist mir klar geworden, Stadt, Land, Fluss. Ey, wegen diesem Spiel habe ich 14 Freunde verloren. Du hattest noch nie Freunde. Ich hab Freunde, okay? Da ging es, Mensch, ärgere dich nicht oder UNO nicht. Die Scheiße endet immer im Krieg. Phase 1. Ja, das war's. Größtes Billo-Spiel. Phase 2. Welche Kategorien? So, Stadt, Land, Name, Tier, Beruf, das war's. Ey, das Spiel heißt Stadt, Land, Fluss. Was lassen wir weg? Fluss. Warum kein Fluss? Fluss? Fluss ist ein Hurensohn. Hä? Hä? Sind wir doof? Warum heißt das so, wenn wir das nicht benutzen? Ganz ehrlich, kein Mensch kennt einen Fluss. Bro, ich kenne nur diesen Nordsee oder diesen Ostsee oder wie der Typ heißt. Phase 3. Ich sag A, du sagst Stopp. Warum sagst du immer A? Ich will anfangen. Oh, Junge, okay, dann mach du. A. Stopp. E. Bro, Junge, guck nicht ab. Was laberst du? Du guckst ab. Stopp. Was? Ja, ich schreibe noch zu Ende. Stopp. Junge, stopp! Ja, okay. Stadt? Erfurt. Ich auch. Land? England. Ich auch. Tier? Ameise. Affe. Beruf? Wehe. Wehe. Bro, wehe, du sagst Ameisenzüchter. Willst du mich verarschen? Das ist doch kein Beruf, du Bauer. Ah, Bauer. Beruf? Affenzüchter. Beruf? Igelzüchter. Ey. Beruf? Fischzüchter. Ich hab keinen Bock. Ah, stopp. H. Beruf? Dein. Mein Beruf? Hä, was bin ich denn? Ein kleiner Huren. So, meine Mutter zieht 3 Wörter und daraus drehe ich einen Film. Let's go. Freundschaft. Fake. Es war April 2019. Hi, ich bin Khan. Wir sind frisch umgezogen. Heißt, neue Stadt, neues Haus, neue Gegend. Keine Freunde. Ich hatte damals einen Freund. Er war mein bester Freund. War. Egal. Ich mag es, alleine zu sein. Ich bin gern alleine. So einsam, so dunkel, so ruhig. Auf der neuen Schule waren alle fremd. Ich war fremd. Mein Alltag war jeden Tag gleich. Monatelang. Das Gleiche. Immer und immer wieder. Tag für Tag. Jeden Tag von vorn. Es hörte nicht auf. Monoton. Hi. Hi. Ich bin Julian und du bist? Khan. Erzähl irgendwie Julian. Cooler Typ. Ciao. Ciao. Alter, hab ich den Jungen geliebt. Ja, ja. Ja. Mein Tag war gerettet. Endlich. Wieder Sinn im Leben. Heute mal nicht schlecht geschissen, oder was? Karl, Schatz. Ist Julian wirklich dein Freund? Für mich ist jetzt Schluss. Es ist kein Humor oder sonst was. Aber ich bin voll am Ende. Ich möchte... Ach komm, scheiß drauf! Das geht nicht, Mann! Oh doch! Alter! Der Grund ist ganz klar. Meine Eltern haben herausgefunden, dass ich den Zimmerknau und deren Bett kaputt gemacht habe. Bro, das sah mal anders aus! Khan, Khan, was hast du mit unserem Bett gemacht? Warte ab, bis wir zu Hause sind. Ich bin gefickt. Aber was, denkt ihr wirklich nicht hier raus? Ich? Mutter? Nein. Nö. Mama, ihr habt alle meine 20 Handys einkassiert. Alle meine Handys. Und ich gab nicht auf. Und apropos Handy, hier ist mein iPhone 12, iPhone 4, Samsung. Ey, was für frische Quali. Oh. Und natürlich mein Laptop. Bro, was ist das für ein Scheiß? Ey, wie soll ich denn Videos drehen? Yeah. Ich habe eure Klamotten aus dem Schrank geklaut. Und ich gab nicht auf. Jetzt nehme ich euer Zimmer ein und ich werde nicht aufgeben. Werde ich nicht. Niemals. Ich glaube, mir geht's eigentlich richtig gut. Keine Sorge, ich hab dir ein neues gekauft. Hör auf! Halt die Fresse! Aber als nächstes brauchen wir was für die Wand. Junge, verpiss dich! Wir brauchen was für die Wand. Was kann man so nice an die Wand packen? Bilder? Von mir? Nee. Von einem Pferd? Nee. Von mir auf einem Pferd? Nee. Von mir als Pferd? Nee. Von mir als Pferd auf von mir als Pferd? Nee. Ach, scheiß drauf. Ich hab eine Idee! Oh mein
Gott! QDH! An meine Wand soll QDH! Wie kam ich nicht früher drauf? An meine Wand muss QDH! Aber nicht einfach eine Schrift, so ein LED-QDH-Schild! Ungefähr so! Bruder, kannst du dich zeichnen? Wenn ihr mir so ein QDH-Schild besorgen könnt, schreibt mir! Bitte! 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 Ich hoffe, ich supporte mich immer weiter. Noch eine Sache! Ich hab keinen Bock auf dich. Oh, hi! So, jetzt! Hey! Was muss ich sagen? Das gleiche wie letztes Jahr. Das gleiche. Schon wieder das. Ich hab keinen Bock mehr. Ne, ich kündige. Wer bin ich, ja? Wer bin ich? Hi, ich bin Khan Jobs. Hilf mir. Und wir haben wieder was Neues geschafft. Der neue Mac. Keck. Max. Flats. Plus, minus, mal geteilt. Punkt, vor, Strich. A, M, K. Kündig. Dieses Jahr sind die neuen Funktionen. Wir haben keinen. Bruder, das ist der gleiche wie davor. Was hat sich geändert? Nix, ja, nix, gar nicht. Ah, doch, jetzt musst du deine zweite Niere verkaufen, um diese Scheiße zu bekommen. Bro, warum nennen wir unsere Sachen Apple? Das hat doch nichts mit einem Apfel zu tun. Bruder, sei mal ehrlich. Unser Motto ist ganz einfach. Bleib gleich, werde teurer und sei ein geldgeiler Hurensohn. Weil uns die Ideen ausgehen und wir noch mehr Geld haben wollen. Ich hab doch gesagt, wir sind geldgeiler Hurensohn. Haben wir hier das neue iPhone? Stopp, Cut, nein. Nicht iPhone, das iPhone. Unnötig. Meine Fresse. Habt ihr Durst? Dann haben wir hier den Apple. Apple Juice. Die Äpfel des Saftes sind aus dem frischen Apfelbäumen. Boah. Hä? Wir haben doch gesagt, wir sind self-made. Unsere Geräte wurden immer größer und größer. Aber es war uns nie groß genug. Warum haben wir hier das neue? Ultra Mucha Long Dong Fat Juicy Plus Max 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 Max. Zum Filmen verwende ich hier das iPhone. Der Akku hält lange und bombenfest. Khan, was hast du gemacht? Ey, was ist das für ein Palmkopf? Das Zimmer meiner Eltern. Ihr alle habt drauf gewartet. Ich hasse meine Haare. Ich hasse dich. Halt's mal. Ich wollte immer das Zimmer meiner Eltern haben. Ich habe so oft gefragt. Anne, du siehst heute voll gut aus. Was willst du? Bekomme ich euer Zimmer? Nein. Anne, bitte, mein Zimmer ist zu klein. Kriege ich euer Zimmer? Nein. Anne. Kriegst du nicht. Und dann sind meine Eltern weggefahren. Ich war allein, ganz allein. Mama, Papa. Ratet, was euer Sohn angestellt hat. Ratet! Ich liebe mein Leben. Eltern weg! Das heißt, das Zimmer meiner Eltern. Ich hab's einfach genommen. Ist mir hier kein Nett. Geh mir vorne am Arsch vorbei. Ja, hier mich nicht. Ich hab das Bett meiner Eltern zerstört. Boah, war der schlimm. Und keine Sorge, ich hab dir dein neues Bett gekauft. Zu! Ja, ein Sofa zum. Was machen wir denn mit? Ja, so ein Tisch zum. Ein Bett zum. Jetzt kommt nicht dieser Sound. Okay, Bro, reicht langsam. Ein Fernseher zum. Was rennt sich auf Stundenlohn? Du bist ein kleiner Hurensohn. Dieser Schrank ist Legende. Das war der Schrank meiner Eltern. Diese Outfits, die ich damals gelegt habe. Das war so geil. Meine Mutter hat alles mitbekommen. Sie hat alles gesehen. Also warst du schon auf dem Weg nach Hause. Ey, Bro, ich bin so gefickt. Gleich kommen meine Eltern und werden mein neues Zimmer sehen. Was ist das für eine scheiß Aufgabe? Was ist die schwierigste und unnötigste Fremdsprache in der Schule? Hm? Mathe! Das ist doch keine Fremdsprache! Doch, und jetzt halt dein Mann! Guck mal, ich verstehe, wofür man Mathe braucht, okay? Also einmal für... Und dann noch... Und auf jeden Fall... Ach komm! Nein! Nein! Wofür? Ach so, ja, meine Lehrerin meinte einmal... Kinder, Mathe braucht ihr, wenn ihr mal ein Haus bauen wollt. Digga, was für Haus bauen? Moin. Ah, hi, ich will da ein Haus bauen lassen. Kannst du Mathe? Nö. Hey, dann brauch ich dir kein Haus, du Hund. Komm, deine Fresse. Grundschule war doch Bombe! Das ist so 3 plus 2! Easy 5! Komm, die damit 8 mal 8, Digga, easy! 69! Damals war alles einfach! Da fängst du irgendwie an mit Wurzel. Was für Wurzel, Bro? Hi, ich bin eine Wurzel. Halt's Maul, Wurzel. Potenzen? Was ist das? Hi, ich bin eine Potenz. Halt und irgendwann kam Buchstaben. Buchstaben! Als hätten nicht genug Buchstaben in diesem scheiß Gedichtanalyse. Die Aufgaben, die in Mathe gestellt werden. Ich kann nicht mehr. Und wie werden jetzt Matheaufgaben gestellt? Grundschule so. Ein Apfel? Aha. Plus noch ein Apfel. Aha. Ergeben? Warte. Rechne mit Fingern. Ein Apfel, zwei Apfel. 3 Apfel. Als nächstes so. Angenommen, du hast 10 Euro. Boah, das sind 2 Döner. Und der Johnny fragt dich nach 5 Euro. Wie viel Euro hast du jetzt? Ja, immer noch 10 Euro. Was, warum? Junge, ich gebe Johnny dem Geier doch keine 5 Euro, bin ich doof? Denk mal nach. Und auf einmal taucht aus der Ecke so ein Peter mit 60 Wassermelonen auf. Moin, ich bin der Peter. Was will er mit 60 Wassermelonen? Peter kauft 60 Wassermelonen. Er wiegt 80 Kilo und hat einen ekligen Pilz am linken Zeh. Was ist jetzt die Aufgabe? Wie viele Wassermelonen? Nee. Was? Berechnen Sie den Umfang der Sonne? Oh, ich will wieder Kind werden. Kennt ihr das? Ihr seid 6 Jahre alt. Hey, ich bin nicht 6. Ich bin so. Oh, halt's mal. Und dein Freund bzw. dein Cousin da ist. Cousin, Cousin. Cousin, Cousin. Hey, was sagt ihr? Cousin oder Cousin? Und damals hat man noch per Telefon ein Treffen abgemacht. Ruf an. Okay. Hallo? Hallo? Ist Khan da? Ja. Ja. Hallo? 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 Ist Khan da? Ich bin Khan. Ach so. Bist du da? Wo? Zu Hause. Warte. Mama, bin ich zu Hause? Ja. Kann ich zu dir? Okay, dein Kumpel ist da. Ihr fangt ganz normal an zu spielen. Piu, piu. Zack, zack. Von außen denkt man, was die Kinder für einen Schaden haben. Aber was die Kinder dabei sehen. Und jetzt wird gespielt, Modo. Ja, zwischendurch muss einer kacken. Mama, bin fertig. Oh, jetzt muss ich wieder seinen Arsch putzen. Und da kommt das Schlimmste. Ali, mach dich fertig, deine Mutter kommt gleich. Oh, scheiße. Och, Mann. Glaubst du an das gleiche wie ich? Übernachtung! Und ihr schmiedet einen Plan. Okay, Bro. Wenn ich frage, geht das nicht. Hä, wieso? Mama, darf ich bei Ali übernachten? Vertrau mir einfach. Okay. Du gehst jetzt einfach zu meiner Mutter und fragst, okay? Och nee. Doch! Du schaffst das. Ach du Scheiße. Frau ETM. Darf ich bei euch übernachten? Bitte, bitte, bitte. Und? Leider. Oh. Darf ich bei euch übernachten? Was? Ja! Echt? Ja! Hi, ich bin Khan. Leben ist toll. Es macht so Spaß. Ich liebe meine Eltern, aber... Mama, wer sind meine Großeltern?
Du Schatz auf. Wann kann ich sie mal treffen? Okay. Let's go! Doch nun war es soweit. Wie sehen Opa und Oma eigentlich aus? Endlich lerne ich die alten Knacker kennen. Nicht mal ein Bild bekam ich zugesehen. Was mich hier wohl erwartet? Hallo, mein Junge. Oma Angela, 77. Hat eine künstliche Hüfte und ein Bodycount von 1. Ja. Hallo, mein Junge. Und Opa Olaf, 80. Bodycount von 2. Ehrenlos. Schick hier. Das ist dein Zimmer, mein Junge. Danke, Oma. Ich hoffe, es wird cool. Los zu spielen. Hast du Hunger, mein Junge? Nein, danke, Oma, ich bin voll. Ich brauche eine 6. Hast du Hunger? Nein, Oma, ehrlich. Du musst! Doch, du willst. Nein, Oma, ich will nicht essen. Ja, ich hab gewonnen. Die alten Klecker haben verloren. Hallo? Was ist los? Redet! Hast du Hunger? Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Geh ran, geh ran, geh ran. Hi, mein Schatz. Mama, hol mich ab. Was? Was ist los? Was ist mit Oma und Opa los? Was? Wo sind die? Warte. Die sind hier. Kahn. Ja? Kahn. Was? Kahn, das sind nicht deine Großeltern. Oh Mann, Alter, das war's mit dem Video. Und ganz ehrlich, wenn du immer noch nicht geliked hast, verpiss dich.